Erste Hilfe rettet Leben, sofern man weiß, was zu tun ist. Und genau das stand jetzt bei uns im Vilstal auf der Tagesordnung. Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Göppingen, bildete 20 Jugendliche und Erwachsene zum Sanitäter aus. An insgesamt 4 Wochenenden wurden die wichtigsten Maßnahmen vermittelt, damit die Teilnehmer am Ende die Sanitätsprüfung ablegen können. Ja, es ist ja so, dass wir ja bei uns im Kreisverband insgesamt 12 Sanitätsbereitschaften haben, also Gruppierungen, ehrenamtliche Gruppierungen. Und die Sanitätshelferausbildung, ja die Grundausbildung ist im Deutschen Roten Kreuz, um überhaupt dann aktiv Dienst tun zu können. Und somit dann jedes Jahr dieser Kurs im Haupts angeboten wird und somit dann aus den einzelnen Gliederungen dann immer 1, 2, 3 oder 4 neue Leute, die dann neu ehrenamtlich tätig werden wollen fürs DRK, somit dann ihre Ausbildung abschließen können. Bevor sie jedoch aktiv werden dürfen, müssen die 20 Teilnehmer eine Prüfung absolvieren. Entsprechend wurde am Tag davor unter den strengen Augen der erfahrenen Trainer fleißig geübt. Diese schauten ihren Schützlingen an zahlreichen praxisnahen Stationen mit prüfendem Blick über die Schultern. In den Stationen ist es immer ganz gut, weil dann vielleicht dann mal Fragen noch auftauchen, die dann einfach noch mal direkt geklärt werden können. Und was wir jetzt heute natürlich haben, wir haben ja heute die Jugendsanitäter mit dabei als Novum des Ganzen. Die jetzt einfach hier jetzt auch morgen ihre Prüfung ableisten und dementsprechend jetzt an den Stationen sogar die Älteren, den Jüngeren die Maßnahmen dann noch erklären und dann bleibt einfach das bisschen besser und hängen, somit dann auch der Lerneffekt dann einfach besser da ist. Einen Lerneffekt hat die Maßnahme auf alle Fälle erzielt. Von den rund 20 Teilnehmern konnten alle die Prüfung bestehen. Und wer weiß, vielleicht sieht man den ein oder anderen der Teilnehmer schon bald des Öfteren bei Sanitätsveranstaltungen des DRK im Einsatz.